In weniger als 7 Tagen ruft Duisburg über 322.000 Wahlberechtigte dazu auf, das Europäische Parlament zu wählen. Die Stadt ist in 323 Wahlbezirke an 180 Standorten eingeteilt. Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Stadtwahlleiter Martin Murak zeigt sich zufrieden mit den Wahlvorbereitungen. Er hofft, dass möglichst viele Bürger ihr Wahlrecht wahrnehmen werden. Ja, also mein Wahlteam ist wirklich hervorragend vorbereitet. Ich bin auch wirklich stolz, ein gutes Team da an meiner Seite zu haben. Ich habe das Gefühl, die Briefwahl läuft hervorragend. Wir haben so viele Briefwahlanträge, wie wir noch nie zu einer Europawahl hatten. Das läuft gut, sowohl die Aussendung an die Bürgerinnen und Bürger als auch der Rücklauf läuft hervorragend. Wir haben die Wahllokale gut organisiert. Ich denke, dass am Sonntag für Sonntag alles gut vorbereitet ist. Und ich hoffe, dass möglichst viele Duisburgerinnen und Duisburger zur Wahl kommen. Die Briefwahl zeigt bereits jetzt eine positive Entwicklung. Bisher haben rund 55.600 Bürger diese Option genutzt. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den etwa 36.000 bei der Europawahl 2019. Das Wahlteam freut sich über jede zusätzliche Stimme und appelliert an die Bürger, die Wahllokale am Sonntag von 8 bis 18 Uhr zu nutzen. Alle Infos dazu stehen auch in den Wahlbenachrichtigungen. Ja, Sie können entweder ganz klassisch im Wahllokal wählen gehen, das Ihnen zugeordnet worden ist. Dafür gibt es die Wahlbenachrichtigungen, wo alle Daten draufstehen. Wenn Sie die nicht zur Hand haben, können Sie gerne anrufen bei der Wahlhelfer-Hotline unter 4x3. Oder Sie können ganz klassisch mit dem Personalausweis wählen gehen, den Sie in jedem Fall dabei haben sollten. Oder aber einen Reisepass oder einen sogenannten Identitätsausweis. Briefwähler müssen darauf achten, dass ihre Stimmzettel rechtzeitig eintreffen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Stimmzettel auch noch Tage nach der Wahl ankommen. Diese können dann leider nicht mehr berücksichtigt werden, da sie verspätet eingehen. Die Wahlbehörde weist auf die Wichtigkeit hin, Wahlunterlagen frühzeitig zu versenden. Ein fristgerechter Eingang sichert, dass jede abgegebene Stimme auch gezählt wird. Ja, also wenn wirklich noch Bürgerinnen und Bürger da sind, die ihren rosa Briefwahlumschlag noch zu Hause liegen haben, heute noch das Kreuz machen, ganz wichtig, nur ein Kreuz machen, das Ganze vernünftig eintüten und möglichst heute oder morgen noch zur Post bringen, dann kommt es mit Sicherheit auch bis Sonntag noch an. Wenn dann am Mittwoch oder Donnerstag noch so ein Briefwahlunterlagen gefunden werden oder am Freitag, am besten direkt zur Stadt bringen, dann können wir auch noch sicherstellen, dass das eben am Sonntag mitgezählt wird. Einer reibungslosen Europawahl in Duisburg steht nichts mehr im Weg. Die Stadt ist zuversichtlich, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Wahlrecht nutzen werden. Das Engagement und die Teilnahme an dieser Wahl sind entscheidend für die Unterstützung demokratischer Prozesse. Das Ziel für dieses Jahr ist es, die Wahlbeteiligung von 50,1% aus 2019 zu übertreffen. Ob dieses Ziel erreicht wurde, wird dann am Sonntagabend klar sein, wenn die Stimmen ausgezählt sind. Okay.